Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Was geht ab, Leute? Heute neuer Tag, Game Day. Aber heute ist ein wichtiger Tag, weil wir haben ein Spiel im Volksparkstadion, im HSV-Stadion. Und ja, gegen Düsseldorf Rheinfire. Letztes Spiel war nicht so toll, aber alles gut. War wichtig, oder sag ich mal, war gut, am Anfang schon zu verlieren, um Sachen aufzuschalten, um einfach von diesem, nicht Höhenflug, aber einfach auf der Tatsachen ins Leben zu kommen, sag ich mal. What? Bro, what are you talking about, man? Der Tatsachen Leben zu kommen, sag ich mal so. Nehmen wir die Brille ab. Und zwar hole ich jetzt Simon ab. Und dann fahren wir ab ins Stadion. Ich versuche euch wie immer so viel zu zeigen, wie es geht. Und peace out. Angekommen im HSV-Stadion, wisst Bescheid. Angekommen, jetzt kurz reingehen zum Team-Meeting und wir sehen uns gleich. Was hast du gesagt? Was ist du? Das ist weiter weg. Ich hab mal, Bruder. Ah, ne? Familienblock, ne? Familienblock, das ist A und B. Da unten am Tunnel. Und B ist der da drüber. Da sind wir. Okay. Das ist unsere Familie. In A und B, glaube ich. Ja, okay. Ist geil, Digga. Was siehst du? Was siehst du? Obwohl das unser zweites Game ist, jedes Game ist wichtig natürlich. Aber das ist nochmal ein Highlight. Eine andere Bedeutung, weißt du? Wir sind in Hamburg im Volksparkstadion. Größer gibt's gar nicht, weißt du? Ist so geil, Digga. Also, wenn ihr nicht dabei wart, schade, vielleicht nächstes Jahr. Next time oder so. Next time oder so. Deswegen, ja, man, genießt es. Wie weit denn der? Verpasst den. Und? Wird verpasst. Ja. Verpasst hab. Stehst du? Stehst du? Isst du? Ist Urlaub. Ah ja, man, ist echt geil. Dann machen wir jetzt eine gemeinsame Runde, damit wir einmal das Feeling in uns nehmen, so die Atmosphäre, ein bisschen einatmen, ein bisschen reinkommen. Und ja, man. Komm mal, ich pass mal. Pass mal. Ja, man, hier seht ihr uns. Wir sind eine Runde. Zu zweit, alleine. Jeder atmet einmal durch. Und ja, man, heute wird Shutdown, Digga. Heute geht's ab. Was machen wir jetzt hier? Bruder, was wir jetzt machen, Bruder? Okay. Das auch, Bruder. Das später, Bruder. Ready oder was? That's our home crib right here. You see it right here? Yeah, Hamburg Sea Devils. Yeah, you know what's up, yeah. Wir haben jetzt frisch gegessen. Jetzt ein bisschen verdauen, in den Lockerroom gehen, dann ein bisschen resten und dann. I'm trying to be sexy like you, Levy. Levy, Digga? Get up, this is block. Wie war das Essen, Digga? Curry, Pommes, oder? Verstehst du? Jetzt, wie gesagt, in die Kabine. Bisschen runterkommen, ein bisschen verdauen und dann sehen wir uns später. Peace out. So, Leute, was geht ab? Was geht ab? Wie geht's eigentlich? Oder was ernst? Fängt das schon ernst? Wie geht's dir? Was geht ab? Auf jeden Fall haben wir 35.000 im HSV-Volksparkstadion plus. Ich weiß nicht, noch etwas mehr, 30.000, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist ganz Hamburg Football am Start. Wir gehen mal jetzt rein, ne? Oben, zweite WIP. Okay, was sagen Sie zum heutigen Spiel? Mit Gänsehaut. Ein Interview. Was geht ab, Herr Abua? Was glauben Sie, wie das heute ausfallen? Ich glaube, heute wird es ein hartes Game, wird sehr, sehr warm, aber ja. Wir machen das heute für Hamburg 4-0, ihr wisst Bescheid, Digga. Was bist du für eine Position für die Kamera? D-Line, ihr wisst Bescheid, Digga. D-Line, Defense, Decker, ihr wisst Bescheid, Digga. Stark, Applaus. Hier haben wir unseren Bruder Simon.
der Starspieler. Nur Kamera, eine Kamera, eine Kamera. Hey, relax, relax, come on, for us, brother. That's the question, man. Okay, how was the game today? What do you mean? The game didn't start, man. What the fuck? Also, so, what the fuck, man? Bro, my English. How was the game today? Okay, was sagen Sie zum heutigen Spiel? Was wird das verlaufen? Heute Spiel wird tough, ne? Gutes Stadion, großes Stadion, viele Leute. Ja. Ja, Mann, wir geben alles und am Ende wird es reichen, ne? Welche Position spielst du nochmal? Ich bin Running Back. Und was heißt das? Den Ball, weißt du? Ich den Ball, da muss ich laufen. Das heißt Touchdowns heute, wie viele machst du? Pipapo? Wir reden nicht, ich will kein Limit setzen, weißt du? Wenn ich sage drei, dann mache ich nur drei, weißt du? Deswegen okay, kein Limit. Okay, easy, Bruder. Ja, danke für das Interview. Gerne, gerne. Ja, tschüss. Jonas wird vorbereitet und wir sehen uns später. Kommen die ganzen Leute. Oder doch der Samba, dir